Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei TrueFarming. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Lieben. Ja, heute zum Freitag. Heute Abend, nur zur Info, ist Livestream 20 Uhr auf Twitch, geht's scharf. Schaltet also gerne ein, wir würden uns auf jeden Fall freuen. Lasst der Folge einen Däumchen da, schreibt, wie viele Folgen es noch Rest sind, bis zur 1000. Ja, wird interessant, wird vor allen Dingen auch, das Ziel rückt immer näher, beziehungsweise die 1000 rückt immer näher. Aber ich liege hier noch ein bisschen im Krankenbett und muss mich pflegen und hegen lassen. Beziehungsweise ausruhen. Oh Gott. So, guten Morgen. Einmal Waschi-Waschi machen. Oh, wie sieht der? Onkel Doktor? Nee, was? Hallo. Hallo. Moin. Hallo, Liv. Na, Miguel, oh, wie geht's dir denn? Naja, es geht schon besser. Geht besser? Okay. Mhm. Pass auf, wir haben dich ein paar Stunden schlafen gelegt, nur damit du das nicht gerade so mitkriegst. Die Schmerzmittel haben auch gut gewirkt. Hat der Herr Friedrichsen sehr gut gemacht mit der Spritze. Karl hat auch nochmal reichlich reingepumpt. Ja, da waren sie auf jeden Fall, du warst auf jeden Fall gut weggetreten. Auch gut, wir haben ein paar Untersuchungen gemacht, CT, MRT und so, solche Dinge. Ja, aber soweit alles okay. Sah schlimmer aus am Anfang. Du hattest Glück. Hätte oh Gott sei Dank, ey. Schief gehen können, auch deine Beine wären dann das wieder sind. Gott sei Dank. Ein paar blaue Flecken, die verändern dann noch ihre Farbe, aber das wird wieder. Ja. Also wegen mir, ich weiß nicht, ob Christel auch einverstanden ist. Ich muss weg, ich muss los. Ich bin einfach. Ich hab zu tun ohne Ende. Können sie gehen, aber. Bitte machen Sie langsam, ja, oder Miguel, mach langsam. Die Big Babsi ist kaputt und der Urus. Ja, wenn du merkst, dass du Kopfweh hast, so leg dich ruhig noch mal ein Stündchen hin oder so, ja, mach langsam. Schon Tag heute. Und, richtig, und ich gebe dir dann noch mal Schmerztabletten mit, wenn du sie brauchst, ja? Okay. Miguel, ich muss dir noch was sagen. Was? Ich muss dir noch was sagen. Hm. War die Spritzen, die ich dir gegeben habe, in der Menge, ich habe da mal nachgelesen, das war vielleicht ein bisschen viel, also ja, das schön, könnte Dank. Durchaus... Das könnte durchaus auch passieren, dass sich dein Gesicht so ein bisschen verschiebt, so ein bisschen entgleitet, aber da musst du nichts mehr denken, das geht irgendwann auch wieder weg. Haha. Okay. Ja. Also wenn du irgendwie so ein bisschen Sprachprobleme kriegst und so, das ist normal, das geht nach ein paar Stunden wieder weg. Oh ja, okay. Alles klar, das wollte ich auch gesagt haben. Jo. Ja, hier noch, gibt's immer noch drei Tabletten mit einer für heute Abend und dann, wenn du noch für morgen welche brauchst oder für nachts. Ja, immer nur eine, ja? Okay, kann er reden. Der Mann, sie wird sich auffahren. Okay, Peter. Tschüss. Tschüss. Ich bin gerne. Ja, passt. Ja, eine gute Besserung. Ja, ich auch. Oh, ich glaub, das war doch zu viel. Oh. Hm? Ja? Ich hab's dir doch gesagt. Ja. Peter, warte mal. Ja. Aber das riecht schnell, ey. Was? Nix, alles gut. Also, eins kann ich dir gleich sagen, Peter, ne? Was denn? Das kannst du mir jetzt mal bitte erklären. Wie kommst du auf den Schwanenpfad, da volles Rohr rauszuziehen? Ich hab mich ohne langsam mit Schrittgeschwindigkeit herausgetastet. Ey, Peter, jetzt mach da nicht diesen. Welchen mach ich denn, Hermanus? Ja, diesen 31er. Du hast dich überhaupt nicht mit Schrittgeschwindigkeit rausgetastet. Ja, du bist da rausgezogen wie ein Kamikaze-Pilot. Bist du da rausgezogen? Eigentlich dürfte ich bei dir gar nicht ins Auto steigen, du Lebensmüder. Herr Manus, ich wollte dir noch was erzählen. Was? Eventuell subventioniert die Stadt eine neue Big Babsi 2 mit 60%. Mit 60%? Ich will erstmal mein Geld für den Usus. Der ist kaputt. Das regelt ja die Versicherung. Ja. Und jetzt willst du mich hier noch erpressen mit 60%, dass ich die Klappe halte oder was? Erpresse dich, Herr Manus. Ja, dann nehme ich die 60% dank an. Alles gut, dann wissen wir ja Bescheid, wer wie reingefahren ist, ne? Ne, wissen wir überhaupt nicht. Peter, das mache ich nicht. Was setzt du von 70%? 3 Gutscheine. Das kannst du vergessen. 3 Gutscheine. Das kannst du vergessen. 3 Gutscheine oder ich erzähl die Wahrheit. Beweis das erstmal. Beweist du das erstmal? Ja, du bist eindeutig von der... Du mir reingefahren du bist. Du bist eindeutig von der Nebenstraße gekommen. Eindeutig. Ich sag, ich war zu schnell und konnte dich rechtzeitig bremsen. Meine Forderung, 70%, 3 Gutscheine und Straffreiheit, dass dieses Verfahren eingestellt wird. Bäh. Doch. Also Verfahren ist ja schon mal gleich gar keins eröffnet worden, weil ich keine Anzeige erstattet habe, ne? Ja, trotzdem. Also auf 3 Gutscheine. Nein. Doch.
Das kann ich nicht machen, Mensch. Gib mir drei Gutscheine. Du bist der Bürgermeister, du kannst das machen. Kriegst 51. Was 51? 51%. Peter, ich erzähl allen, was passiert ist. 60%, zwei Gutscheine. Das ist mein letztes Angebot. 55 und zwei Gutscheine. 60%, zwei Gutscheine. Und Harald und Gustav wird der Erste sein, der es ist. Den ich jetzt erzählen werde hier. Und den Fritzl. Der wird sich freuen. So, da werde ich direkt mal hingehen. Gut, 60 und 2. Deal? Deal. Gut. Sag dir, lass es aber zweimal richtig. In Schwarzing aufstellen, dass du die zwei innerhalb von zwei Tagen aufbrauchst. Kannst du vergessen. So, hallo. Was? Hallo. Hallo. Hallo, Chef. Ich bin's der Neue. Wie geht's dir? Ihr könnt mich ab sofort den 7-Millionen-Dollar-Mann nennen. Wegen weil? Da ist das jetzt so krasse Implantate, oder was? Ja. Ich hab jetzt einen Roboterarm, Roboterhand, Roboterbein. Weißt du, was ich gleich aus dir mache, Roboter? Roboterherz. Ob noch Mr. Jupp da ist. Eine kleine Frage. Ein Roboter. Auch ein Roboter-Schlingschlang? Gib mir deine Waffen. I'll be back. Sag mal, Peter. Mhm. Was habt ihr ihm gegeben? Der Karl hat ein bisschen übertrieben mit der Dosis, das liegt sich wieder. Lässt du die Griffel von... Nein! Sag mal, mach die Tür auf. Wir machen es mit der Tür, okay. Einfach nicht warten. Sag mal, Peter, kann ich ihn jetzt eigentlich irgendwelche Maschinen fahren lassen? Ja, das geht schon. Der T-800, Junge. Also der Karl hat nur gemeint, der wird ein bisschen komisch reden und das Gesicht kann sich eventuell ein bisschen verziehen, aber das legt sich in ein paar Stunden. Okay. Nach wie vielen Stunden genau? Er ist mit seinem Geist völlig klar da. Er hat eine Hose. Ah, okay. Mhm. Komm mit mir, wenn du leben willst. Dann habt ihr jetzt alle Bäder in am Sender, oder was? Ist das ansteckend? Wo ist Sarah Connor? Bei deiner Mama. Hef, sag mal, was soll das? Was denn? Ich bin der Terminator. Ja. Ja, mein Gott, ey, kann man nicht mal Spaß machen hier, wenn ich schon aus dem Krankenhaus wieder raus bin, sei lieber froh, dass es mir gut geht. Der Karl hat mir hier, was weiß ich nicht, alles reingespritzt. So, ja, Peter, und, ja, ist klar. Ey, übrigens, wir kriegen unseren LKW mit 60% subventioniert. Die Big Papsi. Yeah, schön, und unser Geschenk hast du zersemmelt. Was für ein Geschenk? Ach, der alte LKW kam vom Himmel gefallen. Den bezahlt die Versicherung, Harald. War dennoch ein Geschenk. Ja, und? Kann ich da jetzt was dafür? Das hat Konsequenzen. Warte, bis Jupp da ist. Ja, komm, ist in Ordnung, ey. Ganz ehrlich. Ja, schön, dass dir die materiellen Sachen wichtiger sind wie der Miguel. Ja, nee, es ist ja schön, dass es dir gut geht. Habt ihr Gärreste gebracht? Ja, nee, fehlt noch ein Schlauch. Ach so? Ja, du musst eine Schläuche bestellen. Den haben wir gerade bestellt bei euch. Ja. So, was ich jetzt mache? Ja, okay. Achso, Schläuche bestellen. Ja, ich bestelle jetzt auf jeden Fall erstmal Big Babsi 2. Ja, mach das. Ja. Mist haben wir hochgebracht. 50.000 Liter ist in der Produktion drin. Gärreste, ja, werden auch schon da. Jetzt bekommt ihr noch Silage, wie Gustav sagte, ne? Silage? Ja, wir Silage und ihr Mischfutter, oder nicht? Genau. Ja, wie gesagt, Mischfutter werden wir liefern. Definitiv. Ja, und wir liefern dann jetzt den... Silage. Okay, Fritzl, könnten wir es dann mit der Rechnung so machen, dass ihr uns vielleicht schriftlich eine Zusammenfassung schickt, einzeln aufgelistet? Wird der Gustav wohl schicken, ja. Kann okay, machen, das wäre ja. Super. Das wäre sehr schön. Das wäre super. So, wo bleibt der denn jetzt? Noch? Ich hab doch da was organisiert. Ich bin okay. Im Katalog, ich bestelle jetzt Big Babsi 2. Ah, da ist er schon. Das trifft sich gut. Aber geht ihr hier zurück in die Vergangenheit oder was ist bei dir? Nein, Fritzl, aber das ist doch schön. Das ist phänomenal. Guck dir das an. Ein schöner M22. Jupp, das. Der hat gerade die Beine repariert. Du kannst doch nicht wieder anfahren. Entschuldigung, irgendwie sind die Bremsen nicht so gut an dem Teil. Der ist ein bisschen kalt. Die Bremsen müssen ein bisschen eher drücken. Seht ihr wenigstens immer am Licht, ne? Hast du den von dem Kirmes geklaut oder was? Warst du beim Autoscooter oder was ist das? Ach Quatsch, also Fritzl. Aber Fritzl, das ist doch schön. Kennst du sowas nicht? Sieht gut aus, ja. Das soll ich ja nicht.
Aber wofür ist der gemacht hier beim Landtunnel? Das wirst du später noch merken, Fritz. Lass dich überraschen. Was ist denn das? Du kannst mal reingucken. Das ist ein schöner M22. Ja, ich weiß, was das ist. Aber was macht denn der hier? Das wirst du gleich noch merken. Guck mal, Miguel, da hinten steht sogar Heimat dran. Ja, guck mal, komm her, Chef. Guck mal hier. Moment, ich. Was? Ich gehe kaputt. Aha, ja, Chef, Heimat. Heimat? Ja, da steht's doch. DDR. Die Deutsche Republik. Die Demokratische Deutsche Republik. Ja, immer noch besser, als wenn er auf dem Kennzeichen Köpp steht, wa? Köpp, ja. Oh, ja. Aber lang ist es her, muss ich sagen, hier. Wie lange ist es jetzt her? Oh, 31 Jahre, 32 Jahre schon wieder. Aber, Chef? Ja. Das ist ein Multika M22, die kennst du frei, die Fritze. Von drüben bist du doch, oder? Bist du einer von drüben? Was ist denn jetzt drüben? Ja, drüben auf... drüben. Drüben ist da, wo es die Bananen gab. Achso, ja. Bei uns ist das andersrum. Bei uns sagen wir, die kommen von drüben. So, möchtet ihr einen Bock was bestellen? Die haben den Kiosk gerade geöffnet. Chef? Ja. Hörst mal, du hast ja jetzt eh gerade freie Kapazitäten, ne? Ja, ich hole jetzt keine 100.000 Liter mit dem Teil. Nein, kannst du vergessen. Nee, pass auf, Chef. Damit du mal zum Nachdenken kommst, du wirst jetzt mit diesem Gefährt dem Fritzl Mischfutter liefern. Du hast wohl einen Schuss nicht gehört, oder was? Ganz ehrlich. Nein. Na, da aber hundertprozentig hast du einen Schuss nicht gehört. Da kannst du aber sicher sein. Ja. Ich sag dir, was ich jetzt mache. Weißt du, was ich jetzt mache? Du setzt dich jetzt in den Multiker. Du stimmst Ursus mir dazu. Der Ursus ist Schrott. Ja, ich weiß. Und deswegen setzt du dich jetzt in den Multiker und fährst in die Können wir bitte ein Sechs-Augen-Gespräch führen? Der hat irgendwas gesagt, der hat irgendeinen Hebel gezogen hier gerade. Du kannst doch Dinger sogar abhängen, ist ja geil. Natürlich, die gibt's. Fritzi! Du hast doch Tiere, ne? Okay, pass auf, komm. Ich bin gerade echt am überlegen, um die Eier dahin zu fahren. Nee. Ich bring dir mal demnächst was vorbei, da wirst du dich freuen. Ja, können wir trotzdem mal ein Sechs-Augen-Gespräch machen? Ja, können wir machen. Ja, doch hier. Seid ihr zwei fertig? wir warten auf die Schläuche. Achso, ja, Express heute Nachmittag. Die liegen doch beim Karl bestimmt, oder? Wenn wir die bestellen. Ja, na, klar, wo werden sie jetzt angelegt? Könnt ihr den Karl anrufen und fragen, ob der die entweder schnell hierher donnern kann mit einem Jeep oder so? Ja, ich ruf ihn mal an. Sagt, Lieferung geht auf Landhandel. Harry, das ist bestimmt möglich. Oh, der Schnee schmilzt. Schön. Gebraucht von oh, endlich. Der Schnee schmilzt, Gott sei Dank. So, kommt mal mit. Was hast du denn? Psst. Kommt mal her. Kommt hier. Psst. Ja? Leise. Ich erzähle euch Warum jetzt machen was. Wir das in meinem Schlafzimmer? Und. Sag mal, warum spuckst du die ganze Zeit? Ich erzähle euch jetzt was. Ja, weißt? Also, pass auf, der Urus wird von der Versicherung bezahlt. Ja? Ja. So, wir kriegen 60% subventioniert auf die Big Babsi. Eigentlich nur 20%. Na? Warum 60? Der Peter ist mir volles Rohr reingefahren. Der hat einfach die Vorfahrt missachtet. Der kam vom Ehrlichhof und ist da rausgezogen. Ja, wir hatten da Vorfahrt, ist ja klar, ne? Aber Chef, der Peter hat angegeben, dass er nach rechts und links geguckt hat und du mit voll Karacho angekommen bist. Ja, deswegen fährt man trotzdem auf eine Vorfahrtsstraße einfach drauf, ohne irgendwas. Also laut seinen Angaben war er schon auf der Straße und du kamst an. Ja, Harald, lange Rede ohne Sinn. Der Peter hat mir nicht umsonst aus 20 60% gemacht, plus zwei Gutscheine für Blitzer wieder. Oh nein. Doch. So, und das hat er mir bestimmt nicht gegeben, weil er ganz klar keine Schuld hat. Ist er, manchmal... Es, oh. Ja, was? Es war nicht meine Schuld, hörst du mir zu? Ja, Miguel. Ja, trotzdem. Aber wenn der Peter sagt, dass du damit voll Karacho angefahren bist, bin ich nicht. Dann kriegst du trotzdem eine Strafe. Ja. Nein, das. Pass auf. Erstens, es gibt keine Strafe. Psst, leiser. Es gibt keine Strafe, das hat er gesagt. Mhm. Und zweitens, ich weiß, wie schnell ich war. Ich bin 40 km/h gefahren. 40. Dafür, bloß der kam so schnell da rausgezogen und so knapp.
Das ist nicht so, der hat sich rangetastet. Das war auch nicht so, dass der da schon auf der Straße war. Der ist neben mir. Als ich wirklich konnte nicht mal die Bremse antippen, kam der raus und hat mich weggeschossen. Ah ja. Ja, scheiße, glaubt's mir halt nicht, ganz ehrlich. Doch, wer glaubt's dir doch, aber ich bin gerade am Überlegen, warum sollte dir der Peter so ein Zugeständnis machen? Warum? Weil er Schuld hat. Ja, aber einzig schon allein deswegen doch nicht. Guck mal, 60%, dann kriegst du noch zwei von diesen dämlichen Gutscheinen. Na, was weiß ich, zwei Fahrzeuge kaputt, keine Ahnung, was, keine Ahnung. Ich frag mich doch nicht, aber ich darf's niemand erzählen, das ist das Problem. Ah ja, na, du hast aber. Ja, naja, deswegen wäre schön, wenn er die Klappe haltet. Ja, nein. Hagen. Ja. Aber Chef, dennoch. Aber dennoch wirst du bitte mich. Hallo Peter. Peter! Grüße! So, habt ihr jetzt die Sachen hier im Lager gefunden oder muss ich weiterhelfen? Pass mal auf, ja, haben wir gefunden. Ja, mein Gott, ey, zwei Ersatzteile. Zwei Ersatzteile. Also ganz ehrlich. Ja, mach lieber dein Scheißbett, ganz ehrlich. So sieht's aus. Du sitzt jetzt. Ja. Herr Hafer? Ja. Trinkst du Champagner? Was? Naja. Blubber, nee, ja, schon. Ja, aber nur zu bestimmten Anlässen. Denkst du nicht? Ist Arbeitszeit. Hä? Ja. Magst du Mädels in kurze Klamotten? Oh. Hä? Habe ich keine Lust drauf. Also, er meint ja. Dann ja. Nehme ich die Warnlos. Ja. Mögen Sie den Geruch vom brennenden Gummi? Weiß ich noch nicht. Also wenn ihr alle drei mit dieser Frage auf Ja beantworten könnt, dann heute Abend 20 Uhr kommt er vorbei, kommt was Großes für euch zu. Wo? Ja, wo müssen wir hin? In der Nachbargemeinde drüben. Okay. Hä, in der Nachbargemeinde? 20 Uhr? 20 Uhr hat er gesagt. Hat er gesagt Champagner? Ja, ja, sind wir da, Peter. Weißt du, Champagner spritzen, Mädels mit Kurven und kurzen Klamotten, brennende Reifen. Was, Mädels mit Korken? Ja, halt, weißt schon, ne? So, ja. Nur wenn. Jupp. Ja. Für dich ist auch was Schönes dabei. Was denn? Da überlege ich mir was ganz speziell nur für dich. Ich hoffe, du überlegst nichts Falsches. Weißt du? Also, ich muss jetzt arbeiten, tut mir leid. Peter? Hey Chef, warte mal! Hä? Sau, was ist das denn? Oha. Das ist meine. Es ist da nicht in Worte. Das ist einfach nicht in Worte zu fassen. Das ist einfach nicht in Worte zu fassen. Peter, wir bräuchten mal ganz kurz deine Unterstützung. Kannst du mal ganz kurz herkommen? Was denn da? Ja. Und zwar, guck mal, als Strafe, ne, weil er den älteren LKW zerdonnert hat. Was ist das für ein tolles Stück? Ja, genau darum geht's. Pass auf. Kannst du mal bitte eine Auflage rauslassen, dass Miguel mit dem jetzt Mischfutter fahren muss? Bitte. Miguel? Hm. Kann ich bei dir 50.000 Liter Weizen bestellen? Weizen? Ja. Nee. Warte mal. Müsste ich abklären. Müssen wir gucken, wie die Produktion aussehen. Wir haben noch ein bisschen was im Lager. Okay, wie sieht's aus mit Getreide? Gerste, Entschuldigung. Gerste hätten wir auch ein bisschen was im Lager. Also ich muss irgendwie so auf 50.000 Liter oder was kommen. Ist egal was? Nee, nicht alles. Es geht sich dabei um... Ihr könnt ruhig aufstehen, eure Göttlichkeit ist vor. Ist zwar nett von euch, aber... Was? Ist schön, dass ihr abkniet alle, aber müsst ihr nicht. Boah. Nee. Hab ich denn hier meine Hühnerproduktion, meine... Ja komm, scheiß drauf, ist mir scheißegal, dann fahr ich die Scheiße halt jetzt da runter. Okay, dann halt so. So. Weizen, Gerste, Roggen, Hafer, Mais. Irgendwas davon 50.000 Liter. Ja, das kriegt man hin. Kriegt man hin, fahren. Nur ein was oder Chef? Gehen auch gemischt? Oh, Herr Friesen, kann ich da auch gemischt reinschmeißen? Wo denn da? In die Masthuhnanlage. Moment, muss ich prüfen. Unfassbar. Es ist unfassbar, was ich mir hier antun muss. Ganz ehrlich, das ist Mobbing auf höchstem Niveau, ist das.
Okay. Da meint ihr, seid ihr euer Scheiß ernst? Wie viel passt denn da rein? 300.000. Da fährt er sich das Auto doof, steht Ihnen. Da fährt er sich doch doof und dämlich mit. Chef? Hm. Mach erstmal die Fahrt, danach reden wir nochmal, okay? Dich entlasse ich irgendwann, da kannst du sicher sein. Ich hab die Anteile am Landhandel. Ja, aber nicht am Maschinenhandel. Kann man die kaufen? Nein. Peter! Ja? Kannst du mal bitte durchrechnen, du kennst dich doch aus hier mit den Big Babsies. Kannst du mal bitte durchrechnen, was uns kosten würde, komplett Big Babsy mit Anhänger, einmal bestückt mit Molde und einen Tanker. Also wir brauchen nur einen Tanker, wir brauchen nicht den Tankzug. Oder kann der mehr wie Diesel laden? Warte, sag ich dir sofort. Dauert eine Sekunde. Wenn ihr mehr laden kann, dann... Hat der jetzt gerade echt Tanker gesagt? Ah, der kann alles laden. Der kann alles laden, ja. Dann ein Anhänger mit Mulde, ein Anhänger mit Tanker. Ist der schon wieder? Ach, der ist Tanker, Alter. Und den LKW, einmal mit Mulde und einmal mit Tanker. Also die kann man ja wechseln, die Mulden am LKW, oder? Ist auch nicht warum. Ja, die kann man wechseln. Gut, also kann ich den Tanker drauf machen, wann ich will. Alles klar, dann ein Tanker und ein Mulde. Hat er wieder das Tanker-Syndrom? Okay, alles klar. Gut. Ey, guck doch mal, was hier für Kannen rumstehen. Die soll jetzt in so ein Scheiß aussteigen, ey. Leckt mich doch alle mal, ganz ehrlich. Übrigens für dich. Achso, kannst du das. 50.000 Liter Gerste da drin. Kannst du das. 96.000 an den Herrn Bärbett überweisen. Der hat 80.000 Liter Sonnenblumen in die ja, mach mal. Dieselproduktion geliefert. Des Weiteren weiß nicht, was jetzt schon geliefert wurde vom Fritzelhof. Wenn der Schlauch jetzt hier wäre, würde jetzt nur noch Silage fehlen. Na, ihr habt geliefert 50.000 Mist bis jetzt nur. Okay, dann bezahlen wir die 3,5. Naja, nee, mach mal alles zusammen. Nee, Miguel, mach lieber alles zusammen. Gut, alles klar. Ich verpiss mich erstmal, ne? Achso, ey, Peter! Ja? Die 60% brauchen wir. Von was der ganze glatte Radatsch kostet, ne? Alles klar, haut rein. So. Unfassbar. Was ist denn jetzt? Will er mir wieder reinfahren oder was? Geh weg mit dem ollen Ding da. So, meine Freunde, aber wir sind auch erstmal fertig. Ich mache jetzt erstmal einen ganz gepflegten zum Fritzelhof runter. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich heute Abend im Livestream. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne vorbei. Ist immer sehr, sehr lustig, sehr, sehr entspannend. Und ja, bis dahin, euch einen schönen Start ins Wochenende. Kuss geht raus. Tschüss.